fiel mir jetzt so spontan an, so eine schöne Geschichte, die das so ganz kurz eigentlich klar macht, ist aus China. Da gab es einen Zen-Meister, der hieß Meister Vogelnest. Und der hieß deshalb so, weil er immer im Baum meditierte. Und da hat ein berühmter Dichter, den Namen habe ich vergessen, von ihm gehört. Und wollte den mal aufsuchen und schauen, was das für einer ist. Und dann kam er zu ihm hin da und sah, dass er nur im Baum saß und sagte so zu ihm: Meister, ihr lebt gefährlich, ihr könnt rausfahren. Und dann sagt der Meister: Nee, ich lebe nicht gefährlich. Mein Geist ist fest verankert, aber du lebst gefährlich. Dein Geist schwankt hin und her und ist allen möglichen Launen unterworfen. Und bei Künstlern macht man ja noch mehr. Man braucht ja die Launen, um kreativ zu sein. Ne? Das macht ihn nachdenklich. Dann sagt er: Was ist denn die Lehre des Buddha eigentlich? Und dann sagt der Meister: Unterlasse alles Negative, tue Gutes, mehre Gutes und transformiere vollständig deinen eigenen Geist. Das ist die Lehre des Buddha. Lama heißt einfach, also wörtlich übersetzt, heißt es höchste Mutter. Ich bin ja schon mal ein Mann, also. Tibetisch heißt Lama, auch Sanskrit heißt es Guru. Guru kennt man ja, ist ja so ein, auch manchmal ein etwas anrüchiges Wort, weil das nicht entsprechend immer ausgefüllt wird. Der Titel ist eigentlich nicht so wichtig, aber immer braucht das Ding irgendwo einen Namen und insofern bin ich Berufslama. Und ich sitze einfach und werde gleichmütig, nicht im Sinne von stoisch oder verschlossen, ich wecke eine Kraft, die sich nicht abhängig macht im Geist von diesem Hin und Her, was wir immer haben. Als erstes meditiere ich über die kostbaren Freiheiten und günstigen Bedingungen eines Menschen-Daseins. Sie sind schwierig zu erlangen und leicht zu zerstören. Darum nutze ich sie jetzt sinnvoll. Das ist auch in der Meditation, finde ich, irgendwo. Es ist wie ein Nachhausekommen, finde ich. Man muss nichts glauben. Wenn man meditiert, muss man gar nichts glauben, auch nicht am Buddhismus, sondern im Grunde einfach so, wenn die Dinge sich beruhigen, wenn man die Gedanken loslässt, nicht unterdrückt, sondern wohlgemerkt einfach so, wenn man freier wird, dann ist es so eine Bewegung auf sich selber zu in tieferer Weise. Das merkt man, man kommt irgendwo nach Hause. Grunde das Dasein füreinander. Das geht uns ziemlich verloren, habe ich den Eindruck. Auch vielleicht ein Grund dafür, warum viele im Westen den Buddhismus vielleicht favorisieren mittlerweile. Sie sagen, da kommen wieder diese Werte von Mitgefühl und Achtsamkeit in einem, das darf sein, da darf ich so sein. Ne? Das ist ja schon ziemlich unmodern. Ne? Kennen wir ja kaum noch. Ist uns ja ziemlich abhandengekommen in unserer Gesellschaft. Ist ja ziemlich so. Ist nicht so, dann ist so, ja, gut aussehen, all diese Dinge. Und darum geht es im Buddhismus gar nicht. Überhaupt nicht. Also ja, man muss auch von sich selbst ein bisschen zurücktreten, dann wenn man wirklich Zuflucht nimmt, muss einem auch bewusst sein, dass einem vielleicht bestimmte Inhalte, die einem vorher wichtig waren, Status macht, diese ganzen Geschichten. Dass man sich damit einfach sehr kritisch auseinandersetzt und sagt, was hat mir das eigentlich wirklich gebracht? Ich muss noch eine Erklärung oder ein paar Gebete haben, sonst eine Art von Zeremonien. Ich mache zuerst die Gebete. Wenn man sich zu diesem Schritt entschließt, dann bedeutet das tatsächlich auch, dass man sich ernsthaft
mit diesen Themen auseinandersetzt und nur dann übrigens kommt es auch zu, naja, Erfolgen, also wenn überhaupt Erfolgen mit sich selbst, aber dann kommt es auch erst dazu, dass man sagen kann, man begreift da was. Also über sich, über sein Umfeld, wie läuft Welt. Ja, das Ritual selber verläuft immer gleich. Es ist immer so, dass es einen kleinen Kreis von Gleichgesinnten gibt aus der Sangha, die einem nahestehen, die da sind. Dann ist natürlich jetzt, die Hauptrolle spielt in diesem Fall der Lama, der Lehrer, der also ganz bestimmte Pujas, also Gebete spricht, wo es darum geht, einem nochmal klar und bewusst zu machen, was tut man da jetzt eigentlich, was bedeutet ein Zufluchtname. Und Zuflucht nimmt man ja zu Buddha, zur Sangha und zum Dharma. Das sind die drei Standbeine. Und dessen soll man sich auch wirklich bewusst sein. Mit dem Beginn der Zufluchtnahme sagt man sozusagen, diesen Weg dahin, wo ich jenseits das finde, was jenseits von Geburt und Tod liegt, was mein Geburtsrecht ist, die Buddha-Natur, sagt man im Buddhismus, das ist die eigentliche Zufluchtnahme. Jetzt kommt der Punkt, wo der ein bisschen Haar abgeschnitten wird. Das ist halt das Symbol, als Buddha, als Prinz lange Haare hat, als er in die Einsamkeit ging, hat er sich mit dem Schwert die Haare geschnitten. Und das ist das Symbol für das Abschneiden der Anhaftung, die uns an die leidvollen Geschichten bindet. Und es ist nicht viel, das kannst du auch nachher im Briefumschlag tun mit nach Hause nehmen als Andenken. Und da musst du jetzt vorkommen. Und ich sage jetzt, Ke Zuppü Drekpa Troan. Trola. So, kannst du dich wieder sitzen. So lang musst du das jetzt sagen. Das ist eine gute Erinnerung. Und jetzt bekommst du einen Namen. Der Name heißt Jangchub Lamo, bedeutet, Lamo heißt Göttin und Jangchub ist Erleuchtung oder Erwachen, Göttin der Erleuchtung und des Erwachens. Dann ist man für gewöhnlich in dem holden Kreis der Buddhaschaft aufgenommen. Und da ja Buddha sagt, jeder von uns Individuen hat einen kleinen Buddha in sich, sowieso ist er dann ja vielleicht erwacht. So, jetzt habt ihr aber Material, ne? Ohne Ende. Ja, vielen Dank auch. Falls es ein abendfüllender Film wird und spannend ist, dann könnt ihr uns anladen. Ja, aber spannend. Den Tamilischen bekannt.